PK Spirit, FCB, Mr. Company. Neue Einflüsse, jede Interland. Aber Sie sprechen über die Position von Kimmich. Aber das ist einfach. Das ist, ich sehe das als Lösung, was er alles machen kann. Was er taktisch versteht und machen kann, das ist auch der Grund, warum er so ein Top-Spieler geworden ist. Man darf das nicht vergessen. Und wenn man immer so in einen Box reinmachen will, was wir eigentlich vielleicht wegnehmen, ist, was die größte Stärke ist von einem Spieler. Es gibt fast keine Spieler, die das machen können. Also was aus diesem Gespräch sehe ich nur eine Lösung. Nur eine Lösung. Ich sehe auch nur eine Lösung. Mensch, schätzen auf den Bühnen dieser Welt mehr Mensch. Die Telefonate waren heute sehr, sehr schwer. Ich hoffe, dass es auch morgen wieder müllert. Warum mache ich jetzt so einen Abschwenk? Nachdem die Gespräche heute mit so viel, wie sagt man, unzumutbaren ästhetischen Jonglierungen stattgefunden haben. Das heißt, Worte, es geht nicht, nein, mein Wohnraum kann ich nicht zur Verfügung stellen, mein Haus bleibt leer. Der Journalist, der einer ist, ein freischaffender NGO-Mitwirkender, Kollege, der soll schauen, wer ihn rettet, mit Wohnraum etc. pp. In Europa. Und da muss man sich ab und zu was anderes vor die Linse holen. Deswegen die Kraft, das Positive aus einer Pressekonferenz des FC Bayern. Danke. Musiala in France, freudscher Versprecher, darf doch nach 8 Stunden Kameraaufsager gestattet sein. Es ist unwahrscheinlich, wie daneben heutzutage. Übrigens, das Bild ist gemacht in München Olympiastadion. Warum? The Games must go on. Das ist der Ort, an dem was Tragisches 1972 passiert ist. Auch im, glaube ich, September. Und deswegen müssen wir immer in Erinnerung halten, es geht weiter und niemals sollten solche Taten von Deutschland ausgehen. Aber dafür gehen andere Gräueltaten von Deutschland aus, weil er ja kein Straftäter ist. Deswegen muss er Deutschland verlassen. Das ist mal eine andere Perspektive. Und die Kraft für all den Schwachsinn, die Richter privat zu nerven. Ich muss sie leider privat nerven, weil sie am Tag ja nicht so viel Zeit haben. Und das kostet extrem Nerven. Und der FC Bayern mit seinen Spielern, mit seinen kreativen Gedanken, mit seinen kraftvollen Zukunftsplänen, der stimmt mich ein bisschen hoffnungsvoll. Denn zu viel Negatives ist toxisch für das Gehirn und das ist dann gleichzeitig auch akustische Körperverletzung. Und deswegen braucht man Therapie und Therapie ist, wenn es Zukunftsprognosen gibt von Pressekonferenzen, des Sports etc. pp. Denn wenn all die Menschen Fußball spielen müssten, die heute an meinem Ohr waren, dann würden die alle untergehen. Sang- und klanglos. Deswegen andere Perspektive. Die Leute sollen einschalten, sollen das hören, dass, wenn sie ein Wohnmobil haben oder andere Habseligkeiten,
retten Sie einen Presseschaffenden aus dem Ausland. Er ist mit dem Leben bedroht in seinem Heimatland. Ärzte ohne Grenzen gibt es, Architekten ohne Grenzen gibt es. Vielleicht gibt es auch Wohnmobilbesitzer ohne Grenzen. Bitte melden unter tvgalacom@gmail.com. tvgalacom@gmail.com. Ja, ich kann es nicht genug oft sagen. Und glauben Sie mir, so einen Film, wenn er gerettet ist. Ich habe ihm heute gesagt, indirekt, weil direkt weiß ich ja nicht, wo er ist, dass er in meinem Film mitwirken wird, weil das, was er im Moment erlebt, ist grausam. Und warum ist es grausam? Weil es wieder mal von deutschem Boden ausgeht. Und es hat geheißen, die Gräueltaten nie wieder, deportieren nie wieder von Margot Friedländer, Margot Friedländer, Margot Friedländer. Nein, der Plattenspieler hängt nicht. Sollte niemals mehr ausgehen, so eine Tat. Und wo ist man Mensch? Wo ist man Mensch? In Germany. Herrn Max Grundig kann ich im Moment nicht mehr anrufen. Und Herrn Gustav Schickedanz kann ich im Moment auch nicht mehr anrufen. Zu früh von uns gegangen, Herr Professor Senator Arthur Fischer kann ich auch nicht mehr anrufen. Ein Großer, der gesagt hat, Herr Mohrhardt, das, was Sie machen, ist eine Wahnsinnsvision und Mission. Guten Tag. Galacom.tv, no limits. No limits. No limits. CD hängt wiederum nicht. Glauben Sie mir, es wird sehr interessant. Und ich habe die Beweise. Die heutigen Beweise sind schon abgeholt auf einem Stick in einem Tresor, nicht in Nürnberg, weil die sind brandheiß. Und wenn die jemand hören möchte, die darf er gerne erfahren. Aber zuerst muss das Leben in trockenen Tüchern sein. Von einem Journalisten, einem Videografen. Leute, das, was ich heute auch noch in Europa, nicht aus Deutschland hören musste, ich habe schon angedeutet, ich darf noch nicht im Sinne des Videografen, des Presseschaffenden nicht darüber sprechen. Denn ich möchte ihn nicht gefährden. Und die Menschen, die nichts für ihn getan haben, weil sie meinen, es geht nicht, ein Richter hat zu mir gesagt, Win, du weißt genau, das ist Schmarrn, das ist Oberschmarrn. Wir haben Mail, wir haben Fax, im Notfall haben wir auch noch einen Heißluftballon, hat er gemeint. Also, na okay, dann tunen wir den Heißluftballon für einen Beschluss um. Das wäre mal was Neues, nicht? Ein Beschluss, bekleben, oben Heißluftballon. Wie nennt man das? Unbeschränkter Aufenthalt in Deutschland. Exil für Vitali C. Das ist das Ziel. Denn ein Richter namens Jens Gnieser, leider hat er noch keinen Doktortitel, aber das, was er verdient hat, Professor Senator Gnieser, würde ich sagen, er hat einfach offenes Ohr gezeigt, seinen Kopf hergezeigt, dafür plädiert, dass Nguyen Van Dai, ein Advokat aus Hanoi, Exil bekommen hat in Deutschland. Herr Rechtsanwalt, Advokat Nguyen Van Dai. Wenn es bei ihm geht, dann geht es auch bei einem anderen Lebewesen, sprich Mensch. Ich weiß es nicht, ob es bei einer Schildkröte geht oder bei einer Echse oder bei einem Elefanten, aber es geht mit Sicherheit bei einem Menschen, der sprechen kann, der dankbar ist und der der Welt Gutes mitbringen möchte. Nur weil er zu viel Wort erhoben hat, ist er ein politischer Verfolgter. Und das darf nicht sein,
Haben Sie verstanden? Ja, und ich drehe, bis die Chips, die Kartoffelchips nicht, aber bis die Panasonic-Chips glühen. In diesem Sinne, ich wurde gerade gefragt von einer großen Spedition, hast du noch nicht darüber nachgeschaut, was ich dir geschickt habe? Und da sage ich, nein, ich habe noch nicht. Wir haben, glaube ich, 17 Uhr oder so, oder 18 Uhr, weiß ich nicht. Hast du den ganzen Tag telefoniert? Ja, sage ich, mir klar. Immer all in, wie diese Firma hier. Kennen Sie diese? Adidas, all in. Mein großes Beileid, mein tiefstes Beileid für Herrn Herbert Heiner, dass seine Gattin schon so bald gehen musste. Sehr schwer, ich fasse es immer noch nicht. Frau Angelika Heiner, tut mir sehr leid für Sie. Mein tiefstes Beileid, viel Kraft, wie Sie das schaffen, das muss sehr schwer sein. Spielt bitte auch für Herbert Heiner, denn der braucht keine weiteren Tiefschläge. Das ist schwer, das ist der schwerste Tiefschlag, den er bekommen hat. In diesem Sinne, Galacom.tv, all best Planet. Bis bald, wir hören. Demnächst in München bei einem anderen Aufsager. Ich sag noch nicht wo, aber sicher. Dankeschön. Marienplatz. Sie wissen, wen ich meine.